Wort dem Abgeordneten Philipp Miesfelder, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Ja, Frau Höger, nun hatte ich ja gerade schon die Gelegenheit, das einzuordnen, was Frau Buchholz gesagt hat. Die Gelegenheit möchte ich bei Ihnen auch nicht verstreichen lassen. Ich möchte aber zunächst eine Bemerkung machen zu den Vorgängen innerhalb Ihrer Fraktion. Wenn ich genau zuhöre bei dem, was Sie, Frau Höger, und vorher Frau Buchholz gesagt haben, dann kann ich verstehen, warum Gregor Gysi aufgegeben hat, zu versuchen, die Linkspartei in der Außenpolitik auf einen verantwortungsbewussten Kurs zu bringen. Sie haben gerade gefordert, dass man einen KSZE-Prozess für den Nahen Osten anstoßen sollte. Darf ich Sie darauf hinweisen, dass UNIFIL genau so etwas ist? Ohne UNIFIL würden die Drei-Parteien-Gespräche nicht stattfinden. Ohne UNIFIL unter dem Mandat und der Schirmherrschaft der Vereinten Nationen würden diese Gespräche überhaupt gar nicht auf den Weg gebracht worden sein. Und das ist das Beste, was es an diesem Mandat überhaupt gibt, dass man alle vier Wochen zusammensitzt und versucht, gemeinsam Lösungen zu finden, übrigens zur Zufriedenheit aller Beteiligten. Und dass die Situation, damit haben Sie recht, die Situation ist sehr fragil insgesamt. Es ist auch so, dass unter ganz anderen Gesichtspunkten, unter einem ganz anderen Konfliktszenario dieses Mandat zustande gekommen ist. Aber gerade weil die Situation im Nahen Osten sich insgesamt sehr verschärft hat durch ISIS und durch andere Vorgänge, kann man nun wirklich nicht sagen, man verschließt die Augen und zieht sich deshalb zurück. Deshalb bin ich der Meinung, dass wir dieses Mandat dringend verlängern müssen, weil die Gefahr dessen, was sich im Irak vollzieht, der steigende Einfluss des Irans, insbesondere im Libanon, aber insbesondere jetzt auch in Jemen, in der gesamten Region, das ist doch eine große Gefahr, dass daraus wieder neue Konflikte entstehen. Und das, was wir in Syrien sehen, da sind ja schon einige von uns seit längerer Zeit davon überzeugt, ist nur der Anfang dessen, was dem Nahen Osten insgesamt an Stellvertreterkonflikten bevorstehen wird. Wenn die mittleren und Großmächte wie eben die Türkei, Saudi-Arabien und Iran aufeinanderprallen, dann dürfen wir nicht an der Seitenlinie stehen und so tun, als wenn es das nicht angeht. Es geht uns etwas an, und deshalb ist UNIFIL auch weiterhin wichtig, und deshalb müssen wir mit UNIFIL auch weiter präsent sein, meine Damen und Herren. Der Hisbollah-Angriff auf zwei israelische und einen spanischen UNIFIL-Soldaten zeigen, dass die Situation sehr angespannt ist, nach wie vor. Und ich befürchte, dass durch die Vorgänge im Irak, durch den drohenden Einfluss des Irans auch die Gelegenheit nicht ungenutzt werden, im Libanon tatsächlich einen Einfluss zuzulegen und die Hisbollah noch in eine viel stärkere Position zu bringen. Gerade deshalb ist es wichtig, für Ausgleich zu sorgen. Und das macht UNIFIL in dieser Situation. Deshalb bin ich auch davon überzeugt, dass das Mandat richtig ist. Es ist korrekt, dass politische Konflikte, und ich wiederhole das noch mal, was auch vorhin viele Redner schon gesagt haben, politische Konflikte nicht durch militärische Maßnahmen gelöst werden. Aber die Einbettung dieses Mandats, flankiert von unseren starken diplomatischen Bemühungen in der Region, ist sinnvoll, ist nachhaltig und führt dazu, dass es einen großen Beitrag zum Frieden und zur Stabilität in der Region liefert. Das ist wichtig, und deshalb wollen wir dieses Mandat auch fortsetzen, meine Damen und Herren. Kritisch muss man natürlich schon sagen, wenn wir resümieren, wo wir in unserer Syrien-Politik stehen, dass wir bei Weitem nicht das erreicht haben, wo wir anfangs gehofft haben, was aus der Oppositionsbewegung in Syrien entstehen kann. Aber gerade aufgrund dieser Erfahrung in Syrien kann uns nicht egal sein, was in Ländern, die auch fragil sind, wie eben der Libanon, passiert, oder in Jordanien, was mit einer so großen Zahl von Flüchtlingen konfrontiert ist, dass es überhaupt noch ein Wunder ist, dass es so stabil ist. Und deshalb müssen wir uns auf allen Ebenen politisch, aber an dieser Stelle eben auch militärisch engagieren, um tatsächlich die Staatlichkeit weiter aufrechtzuerhalten. Das BMZ ist im Libanon stark präsent. Sie haben ausgeblendet, was wir auf dieser Ebene tun. Es ist tatsächlich eine unserer Prioritäten und eine Verpflichtung für uns, in der gesamten Region auf allen Möglichkeiten, die die politische Klaviatur bietet,
zu helfen und zu unterstützen. Und dieses Mandat ist nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was wir alle tun. Und deshalb, was wir alles tun. Und vor dem Hintergrund bitte ich Sie um die Verlängerung und weiter noch um die Unterstützung derjenigen Maßnahmen, die wir sonst machen. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin hat das Wort.